Ich sag Sippenhaft dazu, kenne ich alles aus der DDR. Haben wir alles erlebt. Ne? Dass würden Sie die Situation mit der DDR vergleichen jetzt hier? Ja, es ist genauso. Also wir haben das Versammlungsrecht wird ausgehebelt. Es werden Vorschriften gemacht, obwohl im Grundgesetz steht, jeder kann sich frei versammeln, überhaupt kein Problem. Das Meinungsfreiheitsartikel, Artikel 5 ist ausgehebelt. Ich kann auch nicht meine Meinung sagen, wie ich das vorige Woche gemacht habe. Ich sage, na warum ist die Antifa hier geschützt und wir nicht? Und dieser Satz reichte schon, um mich zu verhaften. Angelika Wabe wird gerade verhaftet. Ich habe allerdings eine solche Brutalität bei der Polizei nicht erwartet. Es ist für mich unvorstellbar in einem Rechtsstaat, dass Menschen einfach verhaftet werden, weil man Bilder fürchtet, wie am 9. Mai, als der Alex mit tausenden Leuten besetzt war. Also waren friedlich da, wir standen gewaltlos da, wir haben gerufen Freiheit, Widerstand, wir sind das Volk. Und diese Bilder haben die so gefürchtet, die Oberen, wie in der DDR, die haben ja solche Bilder auch gefürchtet, dass sie dann jetzt die Strategie verfolgen, abschrecken und die Leute daran hindern, ihr Versammlungsrecht wahrzunehmen. Solange ich noch irgendein Recht habe, nutze ich das. Und heute ist Tag des Grundgesetzes. Vor 71 Jahren wurde das Grundgesetz in Kraft gesetzt. Wir haben die friedliche Revolution in der DDR ja gemacht, um wieder ein Recht zu haben. Das kann sich jemand, der immer in Freiheit aufgewachsen ist, gar nicht vorstellen. Und solche Verhältnisse möchte ich einfach nicht wieder haben. Und deshalb sind wir hier und versuchen, so viel wie möglich Leute davon zu überzeugen. Zeigt Gesicht, streitet für das Grundgesetz. Wenn es einmal abgeschafft ist, dann kriegen wir es nie wieder.